willkommen zu einem neuen Video. Wir sind in Bayern angekommen. Wir sind heute bei der Firma Infinitas, ursprünglich G-Power. Das ist die Frage, die mich am meisten beschäftigt. Echt? Nikolai, okay. Nikolai ist heute mit dabei, beziehungsweise übernimmt das Ganze hoffentlich, dass ich gar nichts mehr machen brauche. Und du führst uns hier heute mal einmal durch. Ja, gerne. Wir haben uns ursprünglich mal bei einem Grip-Dreh kennengelernt, mit dem M5 damals. Vor knapp ein Jahr, ne? Das mehr, mindestens, sogar. Mindestens schon. Ist länger her? Ja, 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 ist vor ein Jahr wurde es ausgestrahlt. Genau, ich wollte gerade sagen, also ich würde sagen, das war jetzt eher fast anderthalb Jahre. Wobei, es war schon kalt. Das wird irgendwie so Oktober gewesen sein. Egal, auf jeden Fall, ich dachte ehrlich gesagt räumlich, bis du auf der Essen Motorshow vor mir wieder standest, dass ihr ganz woanders sitzt. Echt? Ja, ich habe niemals gedacht, dass das so nah an München dran ist. Ich war irgendwo immer so eher Nürnberg und Stuttgart, irgendwo dazwischen. So. Nee, richtig bei München, also in die Länderdreieck, Augsburg, Ingolstadt, München, genau dazwischen. Volles Programm. Ja. Geil. Volles Einzugsgebiet. So, was machen wir heute? Also, wir wollen erstmal nicht mit irgendwelchen Autos rumbraten, ein bisschen Dönigens oder Ärger machen. Nee, wir wollen vielmehr mal gucken, was hier technisch so geht. Also, hin. Allererstes, ich bin um die Ecke gefahren und dachte mir so, boah, ganz schön große Halle. Ja, fast 3000 Quadratmeter. Also wenn du jetzt auf allen Ebenen das siehst, sind das knapp 3000 Quadratmeter hier. Hier haben wir Produktion, Fertigung. Man sieht ja gleich alles, alles in einem. Drin. Ich muss gar nicht vorgreifen, denke ich. Wir können aber mal einmal die Basics machen. War richtig, wie ich gesagt habe, ursprünglich G-Power. Ja, wir hießen 12 Jahre lang von, lass mich lügen, 2007 bis 2019 waren wir bekannt unter dem Firmennamen. Denke ich, dadurch kennen auch uns die meisten. Man sieht es auch an den Produkten, die wir jetzt dann drin in der Werkstatt stehen haben. Wir haben viel mit Kompressoren noch zu tun. Und 2019 gab es einen Clinch, sagen wir es mal so, kurz gefasst. Und da haben wir eine Namensänderung gehabt. Also waren die GmbH und alles das Gleiche, nur halt, dass wir den Brand verloren haben, sagen wir es so. Und, aber dein Papa war von Anfang an mit dabei? Der hat die Firma gegründet, ja. Also beziehungsweise kommt ja aus dem Norden oben. Das hat ja damals Gromlich, glaube ich, hieß er, wenn ich richtig informiert bin, gegründet. Und wir haben dann irgendwann mal nur den Namen mit runtergenommen, weil einfach schon lange auf dem Markt war. Wir hießen damals schon Infinitas und sind dann nur, ja, ich weiß jetzt nicht, wie weit wir darauf reingehen sollen. Oh, ich finde es höchstgradig interessant. Auf jeden Fall so ein paar harte Fakten am Anfang, ja, schon mal, die man nie wieder erfahren wird. Ja, da muss man nur immer aufpassen. Da kann sich jeder natürlich vorstellen, was da, ja, ja, da im Hintergrund viel los ist. Also, man kann aber schon sagen, dein Papa war von Anfang an dabei, der wird nachher auch technisch das eine oder andere nochmal so rausholen. Also der hat auch die ganzen Kits entwickelt, die man so kennt, diese V10-Kits, wo bei Grip damals war, wo der Matthias Malmedy mitgefahren ist. Das war alles eher der Ingenieur dahinter, sieht man auch auf den ganzen Plaketten und war ja auch schon damals die GP Infinitas GmbH. Da gibt es ja auch dieses legendäre Video, wo er diesen urlangen Drift damals hingelegt hat, ne? Oder Burnout-Drift. Ja, mit so einem, ne? So Länge, wo man auch immer... Ja, das war ja wirklich, da erzählt ja jeder bis heute noch von. Und ich werde es nie vergessen, die Kompressor-Kits für den V8, für den M3, E92 und so weiter, die gab es ja auch relativ viel. Und da gab es auch bei uns in Hannover mal einen, der sich dann mal irgendwann so einen kleinen Vergleich gegen Limo gewünscht hatte und so weiter. Ah, aber ja, altes Thema, alte Kamelle. Die Limo da schon? Ja, das waren schon 800. Oder ja, gut, irgendwie. Das ist natürlich dann... Und ich glaube, die serienmäßig hatte so ein Auto ja 420. Ich glaube, mit Kompressor hatten die irgendwas um die 550 oder 560. Es gibt unterschiedliche Ausbaustufen. Also einmal 500, jetzt haben wir es ganz simpel, 500, 600 und dann gibt es noch... natürlich weitaus mehr. Wir haben eine zum Beispiel da, der kriegt 800 plus PS. Gleich allererste Frage vorab. Ist es tatsächlich noch so, es gibt immer noch Leute, die sich diesen alten Saugmotor umbauen lassen auf Kompressor? Extrem viele, ja. Also sogar noch lustiger sind die eins älteren, die M54 Motoren. Die bauen sie jede Monat, über 20 Stück werden da umgebaut. Ernsthaft? Das ist schon, viel, ja. Ich würde mir immer noch mal ein Kompressor-Kit für meinen RS4B7-Kombi wünschen, ne? Ja, das, vielleicht in 2-3 Jahren mal. Aber ich denke mal, den werdet ihr nicht zufälligerweise auch noch hier irgendwo haben, ne? Nee, das nicht, nee. Also wir sind gerade aktuell nur BMW und Mercedes ja viel vertreten. Ach so, nicht, dass jetzt die ganzen Leute denken, deswegen stelle ich das gleich klar. Keine Angst, weil ich habe jetzt ja gerade auch das allererste Mal im Leben einen BMW gebaut. Ja. Der ist noch nicht ganz fertig, aber keine Angst, nein, da kommt kein Kompressor-Kit drauf und der bleibt erstmal saugermäßig komplett original. Nicht, dass gleich spekuliert wird, weil du gerade schon sagtest, nee, die älteren und so weiter. Nee. Ja. Habe ich auch ehrlich gesagt bis zur Sekunde gar nicht drüber nachgedacht. Also nee, ich auch nicht. Vielleicht ändert sich das doch im Laufe des Videos, aber es ist aktuell zumindest nicht geplant. Das ist auch Kompressor? Der ist auch Kompressor, ja. Drin steht auch nochmal einer. Mit Kompressor. Ich glaube, wir sollten doch lieber wieder fahren. Sehen sehr geil aus. Also habe ich, wirklich nicht drüber nachgedacht. Also. Dann gehen wir doch mal rein, oder? Hier sind wir jetzt im Eingangsbereich bei uns. Da siehst du gleich auch den angesprochenen V8 von draußen. Ich dass ich hier doch nochmal schwach werde heute. Normalerweise sitzt hier vorne noch ein Ladeluftkühler, ein Luft-Luft-Ladeluftkühler.
Ihr seid vom ersten Tag an dem Standort hier oder habt ihr auch schon mal Standort gewechselt? Nee, wir haben zufälligerweise 2018 das angefangen zu bauen und 2019 mit der Namensänderung waren wir dann, also es war nicht geplant, ja die Namensänderung, aber wir sind dann genau hier zur Namensänderung dann gestartet, 2019. Ich bin auf jeden Fall auf die Bauweise gespannt, weil ich habe in etlichen Videos schon immer gesehen, dass das muss eine Mischung aus Beton und Holz sein, ne? Nee, reine Holzständerbauweise. Reine Holz. Also nur hier ist Beton, weil wir einen Fahrstuhl haben, wir haben da alles behindertengerecht gemacht, weil wir einen Rollstuhl hatten und deswegen haben wir eine komplette Firma behindertengerecht gemacht. Ah, sehr cool. Weil das habe ich schon immer so auch um Prüfstand rum und so immer mit dem Holz gesehen. Ja. Also, ja, das wird auf jeden Fall interessant, weil man kann sich irgendwie so gar nicht vorstellen, das so einfach aus Holz zu bauen. Ne? Hat viele Vorteile, Holz sogar. Also denkt man gar nicht, vor allem Thema Brandschutz ist Holz besser, weil das außen verkorkt und innen immer noch steif ist, also Stabilität hat und Stahl wird ja irgendwann mal... Genau, konnte ich auch nicht begreifen, dass, wo du es gerade ansprichst, Brandschutz, das Holz, was man eigentlich in den Kamin schmeißt zum Verbrennen, so ungefähr, ne? Aber durch diese Glut und durch das, wie du schon sagtest, den Ruß drumherum, wie so eine Schutzschicht erstmal bildet, ne? Und länger halt steif hält als Stahl teilweise und so weiter. Ne? Egal, wir sind ja hier nicht, Gebäude anzuschauen. Hier wäre das besagte Teil. Genau. Was ist so das Streckenpferd, womit ihr eigentlich groß geworden seid? Schon der Kompressorumbau, aber auf dem Sechszylinder damals? Also ganz am Anfang haben wir angefangen, die M54, also sogar noch ein bisschen früher, haben wir auch noch mal andere gemacht. Aber ganz groß wurden wir damals wirklich mit dem V10 und M3. Das war wirklich unser Streckenpferd, wo uns dann alle gekannt haben, wo viele unsere Produkte gekauft haben, wo wir dann über mehrere hunderte Stück gesprochen haben, an Stückzahlen auch. Also das waren eigentlich diese zwei Motoren, V10 und V8. Aber schon in erster Linie damals immer erstmal Kompressor. Kompressor, ja. Kompressor, weil damals BMW hatte ja eigentlich noch gar keine Turbomotoren. Ging ja gar nicht anders, ja. Also zur damaligen Zeit, also wenn wir zurückdenken, 2007, 2008, gab es noch gar nicht so viele Turbomotoren. Das heißt, es hat sich, aber dann muss sich ja unternehmerisch auch dann ein bisschen was geändert haben in den letzten Jahren, wo dann halt die Turbomotoren dazukamen und so weiter. Ja, da haben wir auch was Cooles hier. Das Plus, dann gibt es noch ein Upgrade, weswegen wir eigentlich hier sind, aber da kommen wir später zu. Ja, genau, das wollte ich nicht vorgreifen. So, also eigentlich geht es aber heute um diese Thematik. Das heißt, es sieht schon aus wie ein wirklich recht männlicher Kompressor. Das ist ein ASA-Kompressor hier. Also wir sind ja mehrere Firmen hier. Wir haben einmal die Infinitas und die ASA. Die ASA entwickelt ja diese Kompressoren und fertigt sie auch. Und die sind auch in diesem Standpunkt. Also wir können auch später uns mal einen Kompressorprüfstand anschauen, der auch bei uns hier ist. Das würde ich aber dann auch mit meinem Vater machen, weil der kann da noch mal viel mehr drüber reden. Das ist natürlich sein Kind, das ASA, ist da sehr, sehr viel mit dabei. Also doch ein nachteiliges Video heute. Ja, kann passieren. Nee, das wusste ich aber zum Beispiel auch nicht. Ich dachte jetzt, da kommt irgendwie so ein Rotex-Kompressor oder irgendwie so den typischen Kompressor, den man so kennt. Nee, ist ein eigenentwickelter Kompressor bei uns im Haus und den gibt es auch schon sehr, sehr lange. Selbst Alpina, man sieht es hier unten, ist ein Alpina-Kompressor. Nee, Alter, wie sieht aus wie eine Rollerbarriomatik, ne? Also wie die Fliehkraft ist auch so. Hinten aus dem Roller. Also. Echt, ja? Oder echt bei Scooter-Tech damals so eine Kupplung bestellt, so ungefähr, um die dann da reinzumachen. Also, es ist eine Fliehkraftkupplung, damit es halt den Zahnfrankenspiel im Leerlauf nicht hat. Und erst bei 1500 Umdrehungen ungefähr fliegt ihr nach außen und dann greift der Kompressor mit. Verstehe. Ja. Das heißt, im Leerlauf dreht sich zwar der Riemen über die Kurbelwelle, aber der eigentliche Kompressor steht wirklich, bis Drehzahl X überschritten ist und dann durch die Fliehkraft die Kupplung auseinandergeht und er einfach mitdreht. Ja, wie beim Roller. Genau. Ja, total easy, aber man muss ja erstmal drauf kommen. Ja. Das ist ja gar nicht so einfach. Da gibt es natürlich mehrere Hürden, also das ist gar nicht so einfach. Einfach nehme ich einen Roller vom Roller das und baue es ein. Nee, so geht's nicht. Da muss man natürlich schon ein oder andere Dinge berücksichtigen. Und es ist halt auch alles, muss man auch dazu sagen, diese ganzen Kits sind ja auch nicht, ich sag jetzt mal günstig, die kosten ja auch alle Geld, aber wenn man jetzt so sieht, das sind halt auch alles gegossene Teile. Ja. Das sieht ja schon wirklich relativ original aus, wenn man es jetzt mal so sagt, ne? Also das geht ja schon in Richtung Originaloptik am Ende wieder, ne? Wir hatten sogar schon, sag ich mal, Kunden da, die wussten gar nicht, also wenn man gar nicht so in dem Autoszene mit drin ist, da hat man die Motorhaube aufgemacht und er dachte, das wäre komplett original. Also er wusste gar nicht, dass das ein Nachrüst ist, weil das so perfekt da reinpasst. Und ja, wir haben hier nicht irgendwie geschweißte Teile oder irgendwas, sondern das ist alles Aluminiumguss, was wir hier haben. Und dadurch ist natürlich auch die Qualität gewährleistet, dass nicht irgendwo ein Schlauch abrutscht oder eine Leitung platzt, man weiß ja, wie es so ist. Vor allem, wenn man das jetzt noch, es wird ja auch Kunden geben, die wollen das so bunt und auffällig, wenn man das jetzt schön original machen würde und einfach nur schwarz und so, dann ist das wirklich... Genau. Geil. Sehr schlicht. Haben wir auch manchmal Kunden, die das in schwarz machen. Wir schauen natürlich immer, dass es zu unserer CI passt, das ist natürlich orange.
Und die Kunden machen das nachträglich dann schwarz oder so. Mhm. Haben wir auch schon. Das heißt, hier reden wir jetzt von so einem 600 PS-Step oder in welche Richtung geht das dann so in dem Fall hier? Ja, also wir haben jetzt ein Winterprojekt mit über 800 PS. Das ist dann aber auch der Kompressor oder ist denn größer schon? Das ist derselbe. Also gut, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ehrlich gesagt, was das hier ist. Das ist der T1, könnte jetzt der 520 oder so. Das kommt ja natürlich immer aufs Innenleben drauf an. Der hat dann T1 724er, das ist unser größter Lader, den wir haben. Da arbeiten wir aber anders. Da schauen wir haben ja doch den Ladeluftkühler, einen gewissen Druckverlust. Und wir rüsten den Ladeluftkühler um auf Wasserladeluftkühler. Mhm. Und dadurch gewinnen wir natürlich Ladedruck. Mit demselben Kompressor viel mehr Leistung fahren. Mhm. Ah, okay, verstehe. Ja, perfekt. Das wird spannend heute. Gerade so mit Prüfstand und so. Ja, René dachte schon, wird entspannt, aber ist doch nicht so. Aber genau das sind so Punkte, warum wir wirklich gesagt haben, das wird hier so interessant. Wir laufen direkt mit der Kamera und filmen einfach drauf los. Mhm. Weil, beste Kompressorsache, ich wusste es wirklich nicht, dass ihr auch eigene Kompressoren baut. Achso, ja. Deswegen ist das gleich geiler. Ja, schön. Wollen wir weiter schauen? Ja, schauen wir mal hier. Da oben steht auf jeden Fall der Tuning-Pokal. Ja, den haben wir natürlich mitgenommen. Stehen ein paar Pokale und da habe ich den natürlich auch mitgenommen und draufgestellt. Fand ich cool mitzunehmen. Also mir gefällt das Gefühl auch, ehrlich gesagt. Obwohl ich auch eher so der neue moderne Typ bin, aber ich finde, das passt auch gerade in so neue moderne Sachen rein. Mhm. Ja, natürlich Motorhaube aus Carbon. Ich meine, man kennt es, ist jetzt nicht so interessant, glaube ich mal. Die fertigt ihr aber extern, die wird nicht hier genau gefertigt. Also das ist natürlich mit unserem Design, machen wir immer mit, aber das wird nicht hier gefertigt. Mhm. Mhm. Aber so, dieses Gitter ist auch von euch oder ist das Original? Oh, da müsst ihr jetzt lügen, weiß ich gar nicht. Das ist dann ja schon wieder mehr als nur eine Haube fertigen, sondern ja, so richtig mit Gittern und allem. Das stimmt, da kommen dann auch Spritzgusswerkzeuge zum Beispiel mit dazu. Könnte auch jetzt, wo ich es gerade sehe, umgedreht das Gitter von einer Mini Cooper Haube sein. Wenn ich so gerade drauf gucke, weil wir die klären das mal. Das könnte mein Vater besser wissen. Mit der Hauben bin ich gar nicht so bewandt, muss ich sagen. Jetzt kommen wir in die Werkstatt. Ja, siehst du, das ist nämlich das, was ich mit Holz meinte. Ist auch irgendwie gleich, finde ich, ist irgendwie wohnlich so, ne? Ja, finde ich ist gemütlich. Ist gemütlich, wärmer. Schönes Raumklima auch durchs Holz. Hat schon was. Wir wollen hier oben, haben wir Blumenkästen hingemacht. Mhm. Da sollen dann irgendwann mal Pflanzen reinkommen. Und dann soll das runterwachsen, die Pflanzen. Also Schlingelpflanzen. Und dann soll das so ein bisschen diese grüne Werkstatt-Touch mit haben. Wo die 800 PS-Karren gemacht werden. Aber das muss ich auch wieder sagen, das passt irgendwie dann doch jetzt so ein bisschen zu Bayern. Ja? Ich weiß nicht, ob bei uns im Norden oben das so einer bauen würde. Also irgendwie so mit dem Holz und so, finde ich, ist so ein bisschen irgendwie bayerisch. Aber ja, geil. Das ist der neue M8. Und wie gesagt, ich habe es komplett unterschätzt, wie groß das hier ist. Ja, also wir sind ja auch ein paar Leute, also so knapp 20 Leute, ein bisschen drüber sogar. Das ist schon ein bisschen was, ja. Krass. Und ihr macht komplett Entwicklung, Fertigung, Umbau, alles hier vor alles Ort? Im Haus. Alles im Haus. Genau, also wir haben oben auch Entwicklung, also wir haben Ingenieure, sind ungefähr 5 im Haus. Und die müssen den ganzen Tag natürlich entwickeln. Und du bist jetzt seit wann dabei? Auch noch relativ frisch? 4 Jahre. 4 Jahre? Also ich bin schon seit 4 Jahren dabei, genau. Mhm. Also früher natürlich auch viel mehr in der Werkstatt und solche Geschichten, auch beim Neubau damals viel mit dabei und dann irgendwann mal in die kaufmännische Richtung mit rein. Und halt Marketing. Und wie ist das so, bei Vater so ins Unternehmen reinkommen, dann auch noch so Tuning-Unternehmen, wo du ja auch ganz andere Ansätze, jetzt nicht aufs Tuning bezogen, sondern so einfach auf Abläufe und auf Marketing und so weiter? Ja, es ist schon manchmal, also ich glaube jeder, das kann man gar nicht so einfach befassen, wir verstehen uns gut, mein Vater und ich, aber es gibt natürlich Reibereien, gar keine Frage. Also jeder, der mit seinem Vater zusammen im Unternehmen ist, der weiß ganz genau, wovon ich spreche, das lässt sich nicht so in Worte fassen. Aber man reibt sich auch immer vielleicht wieder zusammen. Vielleicht bekommen wir ja noch ein bisschen was mit. Nein. Genau, der kriegt ungefähr 850 PS, das ist ja der S63 Motor, der auch in unserem Hurricane drin ist. Mhm. Das Gute ist an dem jetzt, dass wir in das Steuergerät jetzt wieder reinkommen, also wir kommen in die ganzen neuen Steuergeräte rein. Auch M4, G82 und so, ist alles wieder möglich. Mhm. Das hat jetzt eine gewisse Zeit gedauert, bis man da reinkommt. Genau, also konnten wir jetzt seit relativ frisch jetzt sogar 2-3 Wochen schaffen. Ah, okay, der Kunde gleich gesagt, okay, mach da, kommt her. Das heißt, bis dahin war gar nicht möglich oder nur mit irgendwelchen Zusatzboxen oder so? Ja, nur mit Modulen und sowas, aber da halten wir ernst ein bisschen distanzierter, weil das ist nicht so unsere Art. Wir wollen eigentlich die Steuergeräte schon anpassen, dass das Auto auch wirklich weiß, was Sache ist. Und nicht irgendwas bescheißen oder. Aber das stelle ich mir als BMW-Tuner auf jeden Fall als so einen Moment vor. Also generell als Tuner, so du bist seit Jahren immer wieder am Ball und dann kommt irgendwann der Moment nach 1-2 Jahren, wo du dann endlich in dieses neue Steuergerät reinkommst. Ne? Muss ja schon als Tuner irgendwie, weiß ich nicht, stelle ich mir schon so als Moment irgendwie
irgendwie cool vor, ne? Ja, ist mega. Das ist super für uns. Aber wir haben natürlich auch unser großes Standbein, ist natürlich die Kompressorgeschichte. Deswegen ist das, nenne ich jetzt mal Chip-Tuning oder Standard-Tuning, gar nicht so im Fokus. Wir machen das auch viel, können das natürlich auch, aber im Fokus ist bei uns ganz klar die Kompressorgeschichte. Die größte Ausbaustufe von euch hat aber über 1000 PS auf dem Motor schon, ne? Genau, das ist der Hurricane mit 1000 PS. Das heißt, 850 ist dann noch Hardware komplett original? Nee, da ist schon ein bisschen Downpipes, Turbolader. Ja, das schon, aber die Innereien sind Serie. Sind Serie, ne? Da ist nicht wirklich viel jetzt an Innereien, was man ändern muss, das schafft der Motor ja nicht. Ja, und jetzt geht's schon eigentlich los. Also wenn, hast du noch Fragen zu dem? Nee, alles gut. Ich bin auch eher so der, die Autos können ruhig ein paar Jahre immer schon ins Alter gekommen sein. Ja, das ist auch, wenn man serienmäßig so einen M8, wenn ich nochmal zurückgreifen kann, zum M8 fährt, so einen standardmäßigen, die sind irgendwo nicht so emotional wie die älteren, weil du drückst drauf, die leisten, also die machen genau das, was sie sollen, sie funktionieren, sie liefern ab und immer das Gleiche und total emotionslos, weil der nicht mehr so laut ist. Wenn man da was ändert, finde ich sie sehr emotional. Dann sind sie lauter und es ist schon ein bisschen mehr Action, aber so reiner, standardmäßiger M8, ja, kann jeder selbst entscheiden. Sind coole Autos aber. So, hier haben wir jetzt 5er BMW. Genau. So, aber ich dachte erst, eigentlich muss jetzt hier V10 drin stecken, aber nichts V10. Nee, das ist der M54 Motor, also 6 Zylinder, 3 Liter. Da haben wir auch ein Kompressor-Kit für. Meistens bauen die das ja, das ist das, was ich gemeint habe, die verkaufen wir eigentlich am meisten. Das sind wirklich die meisten Kits, meistens zum Verschicken und die Leute bauen das selber ein. Da gibt es eine Einbauanleitung, Videos teilweise sogar, wie man es einbauen kann. Und da kommt man damit dann auf 300 PS. Geht schon gut voran. Das ist dann ohne Fliehkraftkupplung hier? Das ist ohne Fliehkraftkupplung. Der dreht einfach immer mit, das geht schon. Ja, der hat nicht so ein großes Zahnfrankenspiel, da geht das dann ohne. Wie viel PS? Das habe ich gerade akustisch. 300. 300, okay. Wir machen auch mehr. Wir hatten noch schon welche mit 360 PS. Das ist auch eine ohne Ladeluftkühler hier. Das ist eine Softaufladung und da brauchen wir keinen Ladeluftkühler. Geil ist auch Drosselklappe vor dem Kompressor dann, nicht? Ich meine, klar, wo soll sie hin? Irgendwo muss er ja hin, ne? Aber das sieht irgendwie witzig aus. Wir haben auch extrem kurze Wege. Wenn man hier mal guckt, das Druckrohr, also es geht, der Kompressor geht hier raus. Direkt rein, ne? Direkt rein ins Druckrohr und rein in den Brennraum. Man hat keine lange Wege. Und dadurch ist der Ladedruck natürlich sofort immer da. Das heißt, wir reden von einem stinknormalen 3 Liter Saugermotor. Was hatte der in der Serie? 220, 240 PS? 230. Und die kann man dann 300 respektive 360 PS? Ja. Plug and Play, einfach drauf, fertig. Ja, 360 ist dann schon mit, man muss zu uns kommen, abstimmen, die ganze Geschichte. Dann brauchen wir auch Wassermethanol für die Kühlung. Muss auch nochmal Fächerkrümmer machen, also ein bisschen mehr. Aber wenn man jetzt rein 300 PS ist, Plug and Play, fertig. Und auch mit TÜV? Auch mit TÜV, ja. Also gibt es für die Euro 3 gibt's ein Gutachten, Euro 4 ist eine Einzelabnahme und ich glaube, so günstig gibt es dann auch nicht, also Preis-Leistung ist da super. Was kostet ein Kit? Ab 3 geht's los. Also mit Software und allem drum und dran. Wenn ich mir überlege, für 3000 Euro legal 70 PS mehr, so in dem Dreh, Pi mal Daumen. Hat schon was, ne? Ist eine coole Geschichte. Vor allem, ich glaube, das sind halt 70 entscheidende PS. Also, weißt du, wenn du jetzt wenn du aus 500 570 machst, ist es nicht so wie aus 230 300 zu machen. Ne? Die merkst du auch. Also von 500 PS auf 570 merkst du auch natürlich deutlich den Unterschied. Ja, aber ich glaube auch, dass hier. Prozentual hast du recht, da geht schon ordentlich Leistung mehr. Wie ist das mit Verschleiß von so einem Kompressor? Ich finde halt immer krass, dadurch, als Hersteller leider zu wenig. Nein, also ist tatsächlich so, dass der nicht kaputt geht und immer hält also, und funktioniert? Wir haben natürlich irgendwann mal Ausfälle, je nachdem, der geht ja auf einen serienmäßigen Ölkreislauf und wenn da das Öl nicht gewechselt wird und solche Geschichten, dann fällt der auch irgendwann mal aus. Aber sie sind, also die ASA-Kompressoren sind extrem standhaft und halten sehr, sehr, sehr viel aus. Verzeihen einen sehr viel auch. Mhm. Also wir haben so gut wie sehr, sehr, sehr wenig. Wir haben ja mehrere tausend Stück von unseren Kompressoren im Umlauf und ja, ich könnte jetzt gar nicht genau sagen, wie viel Stückzahl im Dreh weil im Jahr zurückkommen. Von diesen Rotrex-Kompressoren, da sind mir schon relativ viele bekannt, die da gerne mal. Ja, da machen sie was richtig als Hersteller. Nein, also mag sein, dass sie dann auch so einen Kompressor auf einmal 500 PS fahren oder so und der deswegen auseinanderfliegt, aber. Nee. Aber die sind wirklich super. Also wir machen die auch so, dass sie, mein Vater ist dann natürlich auch sehr von der alten Schule, der möchte, wenn da irgendwas ist, wenn wir einen Ausfall haben, gucken, warum ist der Ausfall, wie können wir den zukünftig beheben und dass das nicht mehr vorkommt, damit wir wirklich unsere Systeme standhaft haben. Kann man ungefähr eine Zahl sagen, wie viele Kompressor da so im Umlauf schon sind? Wie viele Autos da so ihr so schon so gebaut habt, verkauft habt oder also so? Also reden wir wirklich mit den, wir haben ja auch Alpina da hier drin, von über 10.000 Stück. Boah! Ja, weit über. Also bei denen haben wir jetzt über 1.000 Stück verkauft schon. Bei den M3s auch schon über 1.000 Stück. Alpina hat damals ja, weiß man ja auch, B5, B6 sehr, sehr viel abgenommen. Ja. Also krass. Die sind
extrem viel im Umlauf. So, pass auf, jetzt zeige ich euch mal den, die neue viertürige Abarth-Limousine. Das ist ja krass. Das sieht wirklich so ein bisschen aus wie Abarth, ne? Mit den Carbon-Verbreiterungen auf einmal. Weißt du, wo der Kunde her ist? Ja, aber ich würde mal tippen, irgendwas so Russland, Litauen, Rumänien. Korrekt, so. Auf Achse hierher gefahren. Der hat 3000 Kilometer drauf. Und die meisten Kilometer ist er jetzt zu uns gefahren. Also sind jetzt auch nur Standfelgen, das sind nicht die richtigen Felgen. Kann man sich denken, die haben jetzt nur drauf gemacht. Nee, weil ich den Arbeiter ja gerade verbreitert hatte. Ja. Und da auch ja wochenlang überlegt, ob Sichtcarbon, nicht Sichtcarbon, weil Sichtcarbon zu weiß ist halt als Verbreiterung schon heftig. Und ich denke, guck gerade so drauf und denke mir, oh, sieht aber eh nicht aus irgendwie. Ja, da stehen die natürlich drauf. Ne? Optik, man muss das sehen. Man kann auch vorne mal reinschauen, da ist ein Bikompressor drin. Deswegen ist er auch bei uns. Der kriegt nochmal einen großen Service. Also nach 3000 Kilometer nochmal ein bisschen Wehrleistung. Da sitzt dann hier drüben und da sitzt dann der Kompressor. Mhm. Und erstmal für den Zuschauer, Bikompressor heißt logischerweise zwei Kompressoren. Die sind beide gleich groß. Genau. Und man macht einfach zwei Kompressoren, um einfach wieder mehr Luft zur Verfügung zu haben. Genau, richtig. Also heutzutage verbauen wir hier eher immer den Monokompressor, also einen Kompressor, weil wir einfach schon die Luftmasse mit einem sehr gut reinbekommen. Aber wenn man gewisse Leistungsstufen erreichen möchte, reicht das einfach nicht mehr mit einem. Also 700 PS sind kein Problem auf dem Motor mit Monokompressor und alles drüber müsste man dann mit Bikompressor fahren. Mhm. Aber dann auch mit einem gemachten Motor. Krass. Macht auch Spaß, ne? Zu fahren, die Dinger. Ja, ich bin also gerade bei so einem Bikompressor, hier sind ja schon etliche Teile von euch dran, die ja wirklich konstruiert, gefertigt und so weiter sind. Ne? Die ganzen Halter, wirklich die ganzen Deckel. Das ist ja wirklich mit dem Kühler drin. Und das sind ja auch alles Teile, die jetzt nicht gerade einfach. Nee, extrem aufwendig. Also früher haben wir das ganz am Anfang, haben wir das aus dem Vollen gefräst. Mhm. Dann haben wir irgendwann mal gesagt, okay, wir brauchen Gussteile, weil es einfach günstiger in dem Fall ist, wie wir jedes Mal aus dem Vollen zu fräsen. Und da haben wir dann Gussformen erstellt für. Vor allem dieses Kit, wie lange gibt es das von euch schon? Ja, knapp 12 Jahre jetzt. So, damals wart ihr dann ja theoretisch auch in Bezug auf Wasserladeluftkühler auch so mit die Ersten, ne? Da hast du gut aufgepasst. Das hätte ich jetzt als nächstes, weil ich jetzt gerade so überlege und drauf gucke und denke mir so, bei neuen Autos ist das mittlerweile, alle haben Standard, quasi in der Ansaugbrücke ganz klein, halt wie ich es auch bei dem Lambo dann gebaut habe, ein Kühlnetz drin, wo das Wasser durchfließt, um es zu kühlen, damit man an der Front halt nicht so einen riesen Ladeluftkühler reinklatschen muss. Aber wenn ich jetzt gerade überlege, deswegen frage ich, weil das Kit ist. Ja, sehr aufmerksam, ja genau. Also damals waren wir einer der Ersten. Das war gar nicht so standardmäßig, dass man da auf Wasserladeluftkühler zurückgegangen ist. Und wir haben das damals schon gemacht. Mhm. Weil selbst in der Serie die BMWs, das war ja auch, ab wann haben die das wieder gehabt? 2015 oder so, würde ich mal tippen, ne? Mit was? Ja, genau. In so den Dreh, ne? So 2013 in den schon, teilweise halt mit dem M4 haben sie da angefangen auch. Mhm. Ja. 2013, genau. Ja. Krass. Ein paar Jahre nach uns. Jetzt haben wir Vorreiter. Wir haben sie abgeguckt. Ja, ich denke mal nicht. Die sind ja aber stückweise waren wir da voraus der Zeit. Ja. Okay, das heißt, hier ist Serienmotor oder gemacht? Der ist gemacht. Das heißt, Leistung hier in so einem Fall mit Bikompressor? Ja, der Kunde hat gemeint, nicht zu viel. Wir werden so irgendwas zwischen 800 und 900 PS mal erreichen. Mal gucken. Er hat gemeint, wir sollen jetzt nicht zu sehr aufblasen, so dass es alles standhaft ist. Aber das ist jetzt, das muss ich mal zählen, ja, das ist 10 Zylinder. Das ist ein V10, ja. Der schreit ordentlich. Auch Hochdrehzahlkonzept von BMW. Also der dreht bisschen über 8000 Umdrehungen. Das macht Spaß. Vor allem der hat ja, die Autos hatten, also die BMWs V10 haben ja auch diesen ganz hellen Klang. Mhm, genau. Die klingen ja so richtig hell noch. Wie ist das bei so einem Motor mit Pleuellagern? Weil die machen ja bei BMW, habe ich gelernt, eigentlich schon als Sauger schon immer ein bisschen so, dass man da die Wartungsintervalle einhalten sollte. Mhm. Oder überhaupt erstmal Wartungsintervalle schafft. Mhm. Wird das mit Kompressor noch schlimmer? Oder? Also wir empfehlen alle 70.000 Kilometern beim S85 und S65, also es sind ja die gleichen Motoren, nur vorne abgeschnitten sozusagen, alle 70.000 Kilometer. 70.000, okay. Ja. Finde ich jetzt aber, geht ja eigentlich auch noch dafür, dass 70.000 mit so einem Motor, je nachdem wie jemand mit so einem Auto fährt, aber ich denke mal, jemand, der sich einen V10 Bikompressor mit Heckantrieb in der Garage stellt, der wird den auch dementsprechend fahren. Ja, also. Obwohl, geht sogar. Also wirklich, die meisten Bikompressoren stellen die sich weg. Also man sieht es ja an dem jetzt, 3000 Kilometer. Hört man einen Unterschied zwischen ein- und zwei Kompressoren? Nicht wirklich, nein. Also es ist das gleiche Geräusch, deswegen wird es ein bisschen lauter. Man hört halt beim Mono, dass du natürlich nur auf einer Seite die Luft bläst und beim Bi hörst du schon, ja, zwei, aber das ist jetzt kein deutlicher charakteristischer Unterschied. Also. Ja, geil, gucken wir mal weiter, würde ich sagen. Wobei extrem viele Autos sind. Hier, fang an. Ja.
Lustigerweise. Europäisches BMW-Treffen hier. Ja, lustigerweise hatten wir eine Zeit lang eigentlich nie Kunden, die näher als 100 Kilometer von uns sind. Also immer weiter weg. Von uns aus der Nähe kommen sehr wenige. Und immer viel weiter weg, die erreichen wir irgendwie. Aber hat sich mittlerweile auch schon ein bisschen geändert. Wir schaffen es auch, dass mehrere zu uns kommen. Ich muss euch einmal diesen Innenraum noch zeigen. Das ist ja wirklich, das ist ja wirklich einmal alles an dem Auto, ne? Ja, das hat damals wirklich jemand aus dem Prinzenhaus gehört. Also muss ich auch noch gucken, ob wir das mit reinschneiden dürfen oder nicht. Das müsste ich abklären. Das war früher ein Auto, was im Prinzenhaus war. Also die komplette Abgasanlage wurde auch geschweißt, extra für den Prinzen, dass der weiß, was für ein Sound, also dass er sagen kann, okay, ich will jetzt da noch ein bisschen einen anderen Soundklang haben und so. Also irrsinnig viel Geld in dieses Auto gewandert. Krass. Irrsinnig viel Geld. Krass. Ja, so, das mögen die ja. Roter Innenraum ist genau das, was die, man sieht es ja immer, wenn man mal guckt. Roter Innenraum, das sagt immer schon so ein bisschen, das ist von da drüben. Maß der Dinge. Ja. Maß der Dinge. So, und dann geht es gleich weiter mit V8, würde ich sagen. Ne? Ja, das ist das, wie vorne im Ladenverkauf stand, im Eingang, wieder mit Kupplung und so weiter. Ne? Richtig, der ist ein T1520, ASA-Lader drauf. Hier sieht man auch nochmal den Ladeluftkühler, der ist hier vorne mit drin. Das ist ein riesen Ladeluftkühler, wenn man reinschauen möchte. Der geht ungefähr von hier bis hier unten. Mhm. Und dann von der Breite, also von hier bis darüber. Mhm. Ein riesen Ladeluftkühler. Mhm. Und da erreichen wir so ungefähr bei dem jetzt 570 PS. Das sind dann ungefähr 0,7, 0,5 Bar, 0,8 Bar relativ gesehen an Aufladung. Das reicht für die Leistung. Witzig ist halt, wenn man bei so einem Auto original die Haube aufmacht, denkt man ja schon, so viel Platz ist auch nicht mehr. Nee. Ja. So, wenn man sich jetzt aber mal anguckt, was hier noch alles reingewandert ist, von Kühler, Kompressor, alles drumherum, dann die fette Ansaugbrücke mit dem, wobei der hat ja keinen Ladeluftkühler drin, aber trotzdem die fette, ja, hier, genau, ja. Die fette Brücke. In der Airbox ist kein Ladeluftkühler in dem Fall. Krass. Ja, das ist schon einiges an Arbeit. Wir müssen auch, man sieht es ja hier, große Eingriffe machen. Man schneidet wirklich am Schlossträger was weg auch, damit der Ladeluftkühler Platz hat. Ist dann ein größerer Aufwand auch zu montieren. Also man sollte sich, wenn man das selber machen möchte, für so ein SK1, das ist so die 500 PS-Variante, schon 2 Tage Zeit nehmen, das zu montieren. Mhm. Boah, krass, dass es echt wirklich gekauft wird und das dann selber angebaut wird, so ein Kit. Ja, wir haben ja eine komplette Dokumentation, also man kann wirklich alles nachschauen, eine Einbauanleitung auf Deutsch und Englisch, dass die Leute das machen können. Wahrscheinlich wird es auch viele geben, die es dann einfach nur kaufen und bei sich irgendwo zum Händler bringen, zur Werkstatt bringen, wo dann so ein Kit eingebaut wird. Das gibt es auch, ja, dass das Leute machen. Aber manche sind auch so, die wollen selber schrauben, die wollen selber was machen. Und wenn man, sag ich mal, einigermaßen nicht zwei linke Hände hat, sondern schon ein bisschen schrauben kann, dann kann man das. Aktuell noch irgendwelche Kompressor-Kits in der Entwicklung oder geht jetzt gerade alles in Richtung Turbo? Nee, wir haben schon viel noch in Entwicklung. Immer noch, also ne? wir wollen, soll ich das schon preisgeben? Ich weiß nicht. Nee, nächstes Jahr wollen wir auf jeden Fall den N52 Motor auch aufladen. Mhm. Der war ja viel im Z4, X3, auch im 330i, E90 V-Facelift, weil die einfach sehr beliebt sind, die Motoren, und auch sehr oft verbaut worden. Und man merkt einfach auch von den Kunden, die wünschen sich das, und also machen wir das auch. Das heißt, ihr haltet weiter daran fest, dass so ein Kompressorumbau gegenüber, man könnte ja auch einen Turbo-Umbau rausmachen, deutlich einfacher ist. Es geht. Also wir bieten halt einfach einmal eine Alternative. Vor allem bei den alten Autos hat man halt das Problem mit Turbo-Umbau. Die Steuergeräte können das nicht. Ja, die schießt man alle ab. Also wenn man einen Turbo-Umbau beim E90 macht, das zu programmieren in Steuergerät ist irrsinnig aufwendig. Mhm. Ja, deswegen ist es für die alten Modelle eigentlich das Beste, was es gibt, weil man die lineare Leistungsentfaltung hat und nicht auf einen Schlag das Drehmoment aufbaut und losgeht. Cool. Ja, den Motor kennst du ja, ne? Ja, aber gleich ausbauen. Farbe passt auch. Ja, das ist ein sehr, sehr seltene Farbe, Laguna Seca Blue. Mhm. Ja, das sogar stand zur Debatte zum Lackieren. Echt? Ja. Schauen wir mal im Innenraum, hat er dieselbe Farbe. Jetzt wo ich die, also ganz viele haben auch gesagt, mach die Farbe oder mach British Racing Green, mach weiß oder schwarz. Und jetzt wo ich die Farbe live auch wieder sehe, ich bin einfach leider Typ schwarz. Echt? Ja. Ich finde die Farbe richtig geil. Die gab es ja nur in Amerika, so, ne? Gab es so gar nicht zu kaufen? Die gab es nicht in Deutschland.
Also europäischer Markt, glaube ich, wenn ich jetzt richtig informiert bin, in den Kommentaren, die wissen es natürlich alle besser. Ja, ja, die wissen ja eh, welche Farbe es auf welchen M3 jeden Tag genau ausgeliefert wurde. So. Aber in Amerika, meines Wissensstandes, gab es nur mit dem Innenraum in Kombination Außen-Innen. Mhm. Und ich finde es einmal. Was hast du, René, zur Farbe? So ein Blau? Das ist cool. Das cool klingt jetzt nicht so, dass du es cooler findest als schwarz. Das war ja nicht die Frage. Also kannst du auch mal gerne reinfilmen, dass man es einmal sieht. Mhm. Das sieht schon, also meines Erachtens passt das ganz gut. Mhm. Jo, 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 jo. Vielleicht ja noch, ne? Nee, der Zug ist abgefahren. Also ich bin da hellfroh mit schwarz. Ist für mich irgendwie ja so ein bisschen eine Track-Tool-Farbe. Weiß ich warum. Keine Ahnung. Bin ich jetzt das Schwarze? Nee, das Laguna Seca, ja. Okay. Irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, mit so ein bisschen Carbon und passt schon so mit Rädern, in Anthrazit und so. Der fährt so auch mit knapp 500 PS. Mhm. Also nicht mehr, ich weiß nicht, wie viel Leistung du bei deinem fährst, wahrscheinlich 360 genau, oder so. Genau, Serie Sauger. Also dann 343. Genau. Ja. Okay. Also müssen wir nochmal gucken, wie, wo, was da am Ende jetzt bei rauskommt. Soweit sind wir in der WO-Reihe noch nicht. Okay, ja, da darf man gar nichts teasern. Okay. Aber es ist auf jeden Fall nicht das geplant, bis jetzt. Also vielleicht müssen wir Videos nochmal umschneiden. Aber nein, Spaß. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass ihr selbst die alten Dinger auch noch so auf Kompressor umbaut. Ja, die machen auch irrsinnig Spaß, ne? Also mit 500 PS da, direktes Ansprechverhalten ist vom Fahren her wirklich. Vielleicht können wir auch später noch fahren mit dem oder mit dem draußen, dass du mal so ein Gefühl kriegst. Kann ich mal mit dem Kunden abklären. Wie ist das? Das heißt wirklich Serienmotor, Serienverdichtung, alles Serie, ja? Nur Kompressor-Kit von euch drauf. Mhm. Müssen Düsen vergrößert werden oder Düsen original? In dem Fall ja. In dem Fall größere Düsen. Genau. Und dann kriegt ihr das in das Originalsteuergerät so rein, dass das alles funktioniert. Alles auf Originalsteuergerät. Also alle unsere Kompressorsysteme, die wir haben, haben wir auf dem Originalsteuergerät abgestimmt. Mhm. Und das wäre dann auch so ein 500 PS-Step, der auch theoretisch rennstreckentauglich ist, wo jemand jeden Tag Trackdays hoch und runterballern kann. Der hat hier vorne auch einen größeren Kühler drin. Also es ist nicht mehr unser normaler Kühler, sondern ein größerer Kühler. Mhm. Der könnte das schon machen. Das muss man natürlich auf Rennstrecke dann schon dementsprechend anpassen. Oder wenn man driften möchte, natürlich noch größere Kühler. Man weiß es ja. Größerer Kühler heißt, hier ist auch ein Wasserladekühler drin? Der hat auch einen Wasserladekühler, genau. Auch ein Wasserladekühler drin, okay, verstehe. Also auch damals schon sehr, sehr aktuell. Das Kit ist nämlich noch älter als der V10-Kit. Mhm. Ja, der Luftfilter ist auch. Ja, das ist süß. Reicht aber für 500 PS. Krass. Also, wir haben hier auch den ASA T1520, wie jetzt zum Beispiel drüben im M3, wo wir auch die 500 PS fahren. Wundert mich, dass es relativ, oder ich bin in der Szene einfach noch nicht tief genug drin, dass es relativ wenig gibt, die so ein Auto fahren als M3 mit so einem Kompressor drauf. Wir fahren gar nicht so wenig. Also kann sein, dass ich es einfach echt in der Szene bisher noch nicht so mitbekommen habe, aber weil das ist dann ja, wenn das sogar rennstreckentauglich ist, weil für die Rennstrecke ist es ja eigentlich optimal vom Ansprechverhalten, dass das Ding einfach reintreten fährt, nur ist es halt mehr als Serie. Dann ist es ja eigentlich so als Track-Tool und so auch perfekt. Rennstrecke muss man natürlich schon ein bisschen, also ich würde als Rennstrecke, wenn es mein Auto wäre, immer an der Kühlung was auch optimieren und nicht einfach nur Kompressorsystem drauf und los. Wenn man sich nicht sicher ist als Kunde, auch unbedingt mit uns als Hersteller Rücksprache halten, was wir machen, empfehlen würden. Aber an sich ja. Mhm. Hast du recht, ja. Weil das wird ja auch zwischen 340 und 500, das sind ja auch eine Rennstrecke. Ja, das sind Welten. Das, ja, das Welt, sind jetzt vielleicht 20-30 km/h aber gerade. Aber das ist jetzt eine Sonder, also normalerweise bieten wir da 440 oder 460 PS an und der hat halt nochmal ein bisschen was machen lassen mit der Abgasanlage auch, um nochmal den ein oder anderen Trick anzuwenden. Man sieht es ja auch, also, dass das gerade entwickelt worden ist hier mit dem Kühler, mit den Temperatursensoren mit eingepackt. Ah ne, das ist sogar. Entschuldigung, falsche Information. Das ist ein Stromkabel, das ist gar nicht für die Temperatur. Mhm. Haben sie schon rausgebaut. Ja, jetzt können wir auch zum Spannenden kommen, wenn du magst. Oder wir gehen weiter und schauen das später an. Das schauen wir später an. Das schauen wir später an. Okay. Das ist ja so das Allerneueste, das machen wir zum ganz Schluss am Ende. Wollt ihr das Lager auch schauen oder ist jetzt nicht so interessant, oder? Wir haben ein großes Lager, also wenn wir noch ein Lager. Ja, wir können ruhig mal einmal durchgehen. Am Nö, nur so reinfilmen, so ein bisschen durch die Regale stöbern. Stöbern, wie der Herr Stöber. Ja, also hier links ist eher so dieses Turbo-Tuning. Genau, man sieht Kompressorantriebe in Form von Keilriemen sind auch auf jeden Fall da. Auf jeden Fall. Aber eigentlich ist ja kein Keilriemen in dem Moment, ist ja eigentlich ein, wie nennt man ihn eigentlich im Fachjargon? Ich komme auf den Namen nicht. Nicht Flachriemen. Keilrippenriemen, genau. Keilrippenriemen ist ja eigentlich noch so der richtig alte, den man noch so zu Golfzeiten so diesen einen
Wir können einfach Riemen nennen. Dann haben wir es sehr allgemeinert. Wird auf jeden Fall da. Genau. Dann haben wir hier auf der rechten Seite halt alles für Kompressorsysteme. Man sieht es auch, da sind sie vorgepackt teilweise schon. Man braucht ja sämtliche Schrauben, Schläuche, was man alles benötigt, ist alles hier schon fertig im Regal. Das ist auch vom neuen System, dieses Anschlussformen. Kannst du auch gerne in die Hand nehmen, was ich da habe. Kommen wir später drauf zu, würde ich sagen. Ja. Aber krass. Auch Deutschland gegossen, Ausland gegossen? Die Guss ist ja immer so ein Thema, da jemanden zu finden, der sowas noch gießt. Wir haben jetzt einen guten Gießer gefunden. Bin ich ehrlich, wir haben früher natürlich auch China und so probiert. Aber die Qualität kannst du einfach nicht vergleichen. Die Lieferzeit ist ewig. Und das haben wir jetzt in Deutschland gegossen, sogar bei uns in der Nähe, nicht weit weg. Und da funktioniert es einfach super. Also das passt, Preis-Leistung passt auch. So ist meine Erfahrung jetzt aber auch, je länger man sich damit beschäftigt, ist tatsächlich so, dass es auch noch deutsche Firmen gibt, die sowas können und machen. Und auch jetzt nicht unbezahlbar teuer sind, nur man muss die irgendwie finden. Das ja, in China, die haben natürlich Kampfpreise, gar keine Frage, aber das Problem ist, dann fertigen wir was, dann sind da wieder Lufteinschlüsse oder sowas, dann kannst du das Teil nicht verwenden, ab in den Müll oder Nacharbeit. Und am Ende des Tages ist es fast genauso teuer, wenn man zu einem deutschen Hersteller geht und man unterstützt auch noch einen lokalen Betrieb. Und wenn die dieses Teil für euch produzieren, kannst du dir sicher sein, dass es nicht nächste Woche bei wem anders in Händen landet. Ne? Und bei den Chinesen kannst du halt nie drauf. Ich könnte jetzt noch eine Geschichte von Deutschen erzählen. Wir haben davor woanders produziert, auch die Älteren, die V10 und so. Die haben unsere Werkzeuge alle verschrottet, ohne uns zu fragen. Jetzt stehen wir da und müssen neue Werkzeuge kaufen. Weil wahrscheinlich x Jahre erstmal nicht gebraucht habt und so, zack. Man produziert natürlich da gleich hunderte von, aber es ist ja trotzdem unser Eigentum und die haben es einfach verschrottet. Und jetzt stehen wir da, wollten neu bestellen. Man plant ja damit, dass die Werkzeuge da sind. Hat gesagt, okay, komm, wir wollen eine Bestellung lostreten. Ja, Werkzeuge sind nicht mehr da, sind verschrottet worden. Wie verschrottet? Das sind unsere Werkzeuge, könnt ihr nicht einfach verschrotten. Ja, Platzprobleme gehabt, ne? Platzprobleme gehabt, zack. Haken gemacht. Ja, das ist schon ein bisschen Preis, ne? Wir können jetzt hier auch einen Haken machen, Anteil 1. Okay. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir unterbrechen das hier erstmal kurz. Weiter geht es mit Teil 2, der noch technischer wird und wir lernen hoffentlich auch deinen Vater noch kennen. Ja. Aber im Teil 1 auf jeden Fall schon mal erstmal danke, dass wir es hier zeigen durften. Gerne, danke. Ich persönlich freue mich sehr auf den Teil, der gleich kommt und da machen wir dann gleich weiter.